Neben mir Thomas Bader, Organisator des 12. Schulaquathlons. Thomas, 12 Jahre Schulaquathlon. Was ist noch heute wie damals? Was hat sich geändert? Was habt ihr über die Jahre so hinzugefügt oder rausgetan? Erzähl doch mal. Ja, geändert hat sich hauptsächlich die Anmelderzahlen. Die sind ja explodiert. Wir sind jetzt auf 500. Ansonsten haben wir vor einigen Jahren einmal die Schwimmstrecken verkürzt. Das war sicher eine sehr gute Idee, weil seither haben wir viel mehr Teilnehmer, weil einfach 100 Meter oder 200 Meter für auch Nichtschwimmer, sage ich jetzt einmal, noch machbar sind und so viel mehr Teilnehmer sind. 500 Teilnehmer, das ist natürlich eine sehr hohe Zahl und was ich gehört habe, auch Rekord und Spitze. Es entwickelt sich ja gut für euch, es werden immer mehr Teilnehmer. Wo liegt da euer Erfolgsrezept, dass der Andrang so hoch ist? Ja, ich bin selber überrascht, dass es immer noch mehr werden. Ich denke, das Erfolgsrezept, wie wir heute beim Herlaufen gesehen haben oder gehört haben, die Lehrer gratulieren wir alle. Es ist eine tolle Veranstaltung. Wir sind zwar alle Amateure, aber machen das sehr, sehr professionell, sind sehr schnell. Es ist, glaube ich, bestens organisiert auf der Strecke und allem. Und ein großer Pluspunkt sind auch für mich die vielen Helfer, die mir zur Verfügung stehen. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht einen vergisst, weil es ist nicht so, dass ich den Helfer nachrennen muss, sondern die melden sich schon 2-3 Monate vorher. Thomas, wann ist der Schulaquathlon? Und die kennen alles, jeder weiß, wo er hinzustehen hat, wie es funktioniert. Ich denke, so spricht es in den Schulen herum und so kommen immer auch immer mehr Schulen. Das sehen wir ja. Bisher haben wir wieder 18 Schulen und 2 haben abgesagt und das ist schon ein gutes Zeichen für uns. Ja, ja, ich möchte mich also auch sehr bedanken, der Schulaquathlon. Wir verlangen keinen Eintritt und so sind wir sehr auf Sponsoren angewiesen und es ist schon toll, dass die Raiffeisenbank uns immer wieder ohne lang hin und her die so großzügig unterstützt und die Veranstaltung möglich macht und vielen Dank und denke mal, wenn man es heute wieder gesehen hat, das tolle Bad, das tolle Wetter, die 500 Teilnehmer, sage ich, der größte Teil hat sich sehr, sehr angestrengt, also was will man mehr? Vielen Dank noch. Neben mir Martin Bader, internationaler Triathlet. Martin, du warst heute auch den ganzen Tag bei der Veranstaltung dabei, viele Teilnehmer. Würdest du sagen, dass das hier eine Art Nachwuchsförderung auch ist oder dass gewisse Talente hier entdeckt werden können oder hat es vielleicht bei dir sogar so angefangen? Ja, also ich muss ganz klar sagen, also sicher sieht man auch die ein oder anderen Talente und vielleicht findet der eine auch Spaß daran und kommt auch mal zu uns im Verein. Natürlich bei mir war es auch so, dass ich über den Schulaquathlon dann eigentlich den Gefallen am Triathlonsport entdeckt habe und so eine Art zu diesem Sport gekommen bin. Es sind sicher einige dabei, die erstmal super schwimmen, ja, das ist eine Grundvoraussetzung eigentlich beim Triathlonsport und auch die nachher noch super gelaufen sind und das ist sicher mal ein Anfang. Ja, wenn wir denn hier denn schon stehen und gerade so ein bisschen über dich auch reden, wie schaut es denn bei dir aus? Was sind deine weiteren Pläne oder wie entwickelt sich es bei dir weiter? Ja, also diese Saison habe ich nächstes Wochenende der Höhepunkt mit der Weltmeisterschaftsserie in Kitzbühel, wo ich starte und ja, langfristig ist also das größte Ziel eigentlich 2016 zur Olympia zu kommen. Auf dem Weg wünschen wir dir natürlich alles Gute. Freut uns natürlich, dass du für das Interview noch kurz Zeit hattest. Ich bedanke mich auch bei dir im Namen der Raiffeisenbank im Rheintal und wünsche dir noch einen schönen Tag und natürlich alles Gute, damit es 2016 zu den Olympischen Spielen geht. Danke an der Stelle. Danke.